Hallo, ich werde heute euch Golf Revival vorstellen und dabei einfach von allen Maps, die ich schon freigeschaltet habe, ein Loch spielen, um zu gucken, welche Schwierigkeiten sind, wie die Windverhältnisse sind, wie man da um die Ecken spielt, um zu sehen, welche Mechanik auch in dem Spiel ist und wie man einstellt mit dem Wind und so. Also legen wir los. Also erstmal mit dem leichtesten Loch. So, und los geht's. So, in der ersten Map hat man gar keinen Wind. Viel Fairway, also das kann man raufwichsen, wie man möchte. Sollte kein Problem sein, an die Fahne zu kommen. So, ich zeige euch gleich mal, was das Überziehen für eine Auswirkung hat. Also stellen das hier quasi mit dem Driver ein. Hier geht es nicht weiter. Seht ihr den roten Bild? Und das, was ich jetzt hier quasi rot ziehe und wo zurückspringt, das ist diese quasi die Range, wo ihr überzieht, quasi die Länge. Um mal einschätzen zu können. Das hat ja Probleme. So, das war die erste Stufe. Ein bisschen easy, wenn man besondere Schläger hat oder bessere Schläger. Da macht sich das schon bemerkbar. So, Loch Stage 2. Jetzt haben wir natürlich hier den Wind schon mal mit drin. Noch nicht so heftig, alles gut, kann man halt noch mit arbeiten. Wo ist das Loch? Na, wo ist es? Ah, da. Viele Gegner, die ihr denn hier haben werdet, wenn das Spiel euch vielleicht mal downloaden würde für das Handy,
könnt mit dem Wind nicht arbeiten. Also quasi habt ihr immer so, sagen wir mal, eine 50%ige Chance, dass ihr eigentlich das Match gewinnt, weil die meisten halt mit dem Wind nicht arbeiten. Beispiel, jetzt gucken wir hier. Ich habe einen gelben Kreis, ein Strich in 6 Meter Wind sozusagen. Wir haben 2. So ungefähr die Hälfte. Kann man den hier so hinstellen. Dass es langsam läuft. Und wichtig ist natürlich auch die, sag mal, die Null zu treffen. Der hat sich ganz getroffen und daher tippt er nur noch an den Lochrand an, aber liegt auf dem Grün. Ist jetzt nicht so dramatisch. Auch durch die Aufnahme, die ich jetzt gestartet habe, lackt es ein bisschen. Auch ein bisschen schwieriger, die Null zu treffen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich nicht jeden Ball jetzt reinschippe. Wer gerade gesehen hat, wird nur hochgeguckt, zack, wird nichts verstellt. Profi hauen und weg ist der Ball. So. Das war Stage 2. Wie gesagt, auch jetzt noch nicht so die Herausforderung. Da geht's los auf Stage 3. Ja, ja. Wie gesagt, desto mehr Pokale ihr habt, desto mehr Stage könnt ihr freischalten. Ich finde es halt hier angenehm, dass man kein Geld für die Löcher bezahlt und man verliert, Geld verliert. Man kriegt nur Geld, wenn man gewinnt, und man verliert nur Pokale, wenn man verliert. Es gibt nur andere Golfspiele, wo man dann irgendwann zwar die Stage erreicht, aber nicht spielen kann, weil man keine Kohle hat. Das heißt, man müsste Geld aufladen. Hier kann man einfach wirklich komplett kostenfrei spielen und sich einfach verbessern. Der Spaßfaktor ist einfach viel höher. So, hier hat man ja auch nicht so viel Auswahl. Wir haben 2 Meter Gegenwind, das kommen wir noch halbwegs rüber. Wie gesagt, werdet ihr auch sehen, desto höher die Stufen sind, desto weniger Werk dieses Überziehen machen, weil da ist Genauigkeit viel wichtiger. Aber das sehen wir dann im nächsten Stage. Great shot. Ja, wie gesagt, also schwierig wirklich hier die Null zu treffen. Lackt wirklich sehr bei der Aufnahme. Tut mir wirklich leid. Ich gebe mein Bestes. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Shot. Wirklich schwierig. Oh, sie war sogar unentschieden schon mal. Wahnsinn. Na gut, wenn er reinschippt. Great shot. Putten ist gar kein Problem. Nur die Mitte treffen, Einstein fertig. Also das sollte. Gibt es auch keine Verbesserung. Die zeige ich euch beim nächsten Video auf jeden Fall, wie, wo, was für was gut ist.
Das würde sonst den Rahmen jetzt sprengen. Wir gucken uns jetzt einfach mal die verschiedenen Stufen an. Wind, Spielprinzip. Und dann sehen wir einfach weiter, was das nächste Video sagt. Ja, da geht doch. Perfect shot. Nice eye. Oh, das war Stage 4. Oh, wir können eine Kiste öffnen. Und wenn er jetzt so gewinnt, kriegt er so eine Kiste und dann sind da halt ein paar Schläger, die man dann halt zum Aufwerten braucht. Ah, soll uns auch noch interessieren. So, wir müssen jetzt hier sein. Jawohl. Und ab. Fünfte Stufe. So. Ab hier fängt es an mit, man braucht Schläger mit Backspin, um über die Bäume zu kommen, hochzuspielen quasi. Und nächste Löcher braucht dann wieder Sidespin und so, um quasi mitzukriegen, dass hier die Schläger halt eben updaten müsst, bestimmte Fähigkeiten, bestimmte Schläger haben, die für bestimmte Löcher oder Stages dann halt vom Vorteil sind. Da hat jeder so seine Vorlieben. Ich spiele jetzt mit meinen hier die Löcher so durch, obwohl bei zwei Maps eigentlich die Schläger wechseln würde, aber mache ich jetzt nicht. Das können wir nächstes Mal machen. Wie gesagt, erstmal einfach nochmal hier runterspielen, gucken und gut ist. So. Ich spiele die Grüns immer mit Backspin an. Weil meistens, wie gesagt, wenn ich den nur nicht treffe, dass der Ball nicht irgendwie sonst wohin fliegt. Perfect shot. Nice on. Zum Beispiel sowas, obwohl keinen Sinn hat, aber hatten endlich auf. Ach ja, okay, kommt falsch eingestellt, ja. Hatte Sinn.
Perfect shot. Nice eye. So, wie ihr seht, habe ich gerade eine Truhe bekommen. Mein Freund, es gibt keine Truhen mehr. Und ab nach Griechenland. Stufe 6. Und wie wir ja sehen, haben wir wieder hier Bäume im Weg. Und die können wir mit dem Backspin halt überspielen. Er hat es noch nicht mit dem Backspin. Nach 52 Spielen auch völlig normal. Also man kann sich auch die Gegner angucken, wie viele Spiele sie gemacht haben. Die Stats. Und wie gesagt, Wind hat auch nicht einkalkuliert. Völlig normal als Anfänger. Das will man ja auch nicht klugscheißern oder angeben, sondern einfach, ich will es einfach nur euch nur zeigen. Wie gesagt, schwierig wirklich die Null zu treffen mit der Aufnahme hier. Tut mir wirklich leid. Muss ich gucken, ob ich das Problem irgendwie noch behoben kriege, dass es ein bisschen flüssiger läuft. Weil wie gesagt, in hohen Leveln ist das Chippen wirklich sau wichtig, um wirklich gegen bessere Spieler, also mit besseren Schlägern, weil ich habe wirklich noch nicht die große Auswahl oder relativ gute Schläger habe ich nicht. Macht es halt wirklich eher durch den Spielwitz. Oder wie gesagt, mit Windkalkulation und Chippen halt weg, was die anderen halt mit ihren Schlägern ausholen, kann ich halt, wie gesagt, reinholen, wie gesagt, mit einfach ein bisschen mehr Verstand beim Spielen. Daher, wie gesagt, auch wirklich bin ich nicht so gewillt. Ein bisschen Geld habe ich reingesteckt, gebe ich zu, für die Pässe. Kriegt man ein paar Diamanten mehr, kann man sich ab und zu mal bessere Schläger holen. Aber ich bin nicht gewillt, hier irgendwie hunderte von Euros in ein Handygame zu investieren, nur um zu sagen, hey, krieg den Ball mit jedem Schlag eine Fahne. Ich möchte ja auch irgendwie ein Spielsystem halt verstehen und damit Können wegmachen und nicht mit Pay to Win. Außerdem macht das viel mehr Spaß, wenn man gegen welche spielt, die 3, 4, 5 Schläger besser sind und du ziehst sie trotzdem ab. Wo kommen wir dabei zu? Hahaha. So, in Griechenland waren wir schon, dann ab nach England. Oder Schloss Schwanstein, man weiß es nicht. Ah, gegen Francesco. Ah. So. Auch ein schwieriges Loch. Also er hat schon ein bisschen mehr Ahnung. Er hat jetzt den Sidespin eingesetzt. Bin zwar noch ein bisschen ignoriert, aber noch Rückenwind. Wenn er jetzt falsch getroffen hätte, wäre im Bunker gelandet. So hat er Glück, dass er da perfekt landet. Hat er gut gemacht. An den Bäumen vorbei, kann direkt die Fahne angreifen. Schick. Da haben wir ein Problem mit meinem Schläger. Der hat den Vorteil, dass er den Wind halbiert. Ich hätte jetzt gerne mehr Rückenwind, um weiterzukommen. Also muss ich den Schläger wechseln und hier mit ein bisschen
Frontspin arbeiten. Wir kommen mit Frontspin aber nicht an den Berg vorbei. Sehr schön. Wir müssen Sidespin arbeiten. Ja, auch niedrige Level sind für manchen ganz schwierig, wenn man die Schläger nicht mehr hat. Dann müssen wir kürzer spielen und müssen wir ihn dann annähern. Perfect shot. Ja, nochmal zurückzukommen. Niedrige Level und hohe Schläger sind manchmal auch fatal, weil man die Kürze nicht hat mehr. Hört sich doof an, aber ist so. Man muss dann halt kürzer spielen, um die Hindernisse zu umgehen, weil man hat eine viel mehr Deutsch lernen. Man hat eine höhere. Sehr schön. Erstes Video, super klasse. Man hat eine höhere Höhe. Schwerer Satz. Und dadurch bleibt man öfters irgendwo hängen. Und die niedrigen Schläger haben eben nicht diese Höhe und können unten durchfliegen. Great shot. So, jetzt gucken wir mal, wie wir uns hier annähern. Kommt Backspin über die Bäume? Nein. Sidespin, Backspin, kommen wir über die Bäume. Kommen wir nicht mal an die Fahne ran. Na super. Also spielt man halt. Das war nur so einfach. Ja. Also. Wir können jetzt auch ein bisschen überziehen. Ah, da ist die Null nicht drauf. Das ist eh. Okay, sag ja. Aber doof. Sehr schön. Da passiert auch ab und zu mal nur wohl WLAN verloren. Ist nicht so schlimm, wenn der Gegner dran ist. Ärgerlich ist, wenn ihr dran seid. So. Das ist schon mal spannend. Wir haben jetzt auf jeden Fall einen Shootout, ein paar 3. Wer näher an der Fahne ist, hat das Loch, also dieses Loch doch für sich entschieden. So, dann gucken wir mal. Noch ein paar 3, der Gegner fängt an. Ja, ein bisschen Ahnung hat er schon. Also er benutzt jetzt einen Eisenball, das heißt quasi, er bleibt liegen, wenn er runterkommt. Das Überziehen habe ich jetzt nicht verstanden, aber ist okay. So. Wir brauchen den blöden Eisenball nicht. Ist die Frage, soll ich direkt probieren? Dann habe ich vielleicht das Loch verloren. Ich probiere nochmal für euch direkt einzumachen. Wenn ich die 0 treffe, ist er drin. Wenn nicht, tut es mir leid. Nee, tut nicht. Und damit hat er gewonnen. Tut mir leid. Ja, wie gesagt, ist schwierig mit der Aufnahme gleichzeitig wirklich haargenau zu spielen. Ich denke mal, ich werde mich an diesen Geschwindigkeit oder wie gesagt, an der Ungenauigkeit dann dran gewöhnen irgendwann und werde dann, denke ich mal, auch ganz smooth dann auch die Null treffen. Aber wie gesagt, das ist die erste Aufnahme. Verzeiht es mir bitte. So, jetzt haben wir natürlich schon mal einen Gegner, der es ihm wird bestimmt hat, der bessere Schläger als ich. Auf jeden Fall hat er bessere Schläger als ich. Sage ich.
Ja, natürlich. Aber der macht das für mich nicht. Ihr seht, wir können es nicht. Also wir könnten es für eine Stufe mehr hätten. So, haben wir gleich das nächste Shootout. Diesmal werden anders spielen. Also wie gesagt, wenn ich die Null treffen würde, würden direkt rein versuchen reinzuzimmern für euch. Aber ich spielen versuchen jetzt halt anders zu spielen. Auch ich auf Nähe vom Loch, dass er drauf zuspringt, zuläuft, müssen wir gucken. Na gut, damit hat sich so geschissen. Das Loch muss man direkt anspielen. Da ist nichts mehr zulaufen. Aha, er spielt ja komplett lost. Okay. Ja, viele Wege führen nach Rom. Er probiert jetzt so. Wind ist ihm auch gerade egal. Nein, doch, er stellt noch den Wind ein. So, okay. Gut, wenn es aber jetzt überzieht, ist er, stellt er noch ein bisschen lächerlich. Aha. Ist eingefallen. Aha. Ist der Gegenwind. Ah. So. Na, viel hat es schon Brett. Schwierig, schwierig, schwierig. Machen jetzt einfach rein. Beschlossen. Ein bisschen noch. Wir sind näher dran. Genau auf die Lochkante. Das bisschen noch war zu viel. Ja, manchmal ist das so. So, wo sind wir in Stage 9 schon? Ah, sind wir fix. Wir mitgekriegt hat, sind jetzt die Herausforderungen dann doch schon ein bisschen schwieriger. Also irgendwie genauer muss man schon dann spielen. Um die Ecke denken, den nächsten Schlag schon vorausplanen, ist auch dann sehr wichtig. Das ist dann bei den nächsten Stage dann auf jeden Fall auch sehr wichtig. Nicht einfach irgendwo raufwichsen, sondern Hauptsache ich liege irgendwo dicht dran. Ah, dann hat man genau das Hindernis vor sich. Da muss man ein bisschen kürzer spielen. Und wir sagen, es sind auch Erfahrungssachen, wie oft man dann die Löcher dann spielt. Perfect.
Perfect shot. Vielleicht werde ich dann auch irgendwann mal einen Livestream machen und dann gucken wir hier uns mal an, wie man Masters spielt oder so. Ziehen wir dann immer durch. Gut, vielleicht eine Sache von 2 Stunden sein, wenn ihr Lust drauf habt. Dann kann ich auch vielleicht mal Fragen beantworten. Ich werde schon lockerer zum Reden. Das ist mein, wie gesagt, meine erste Aufnahme, mein erstes Video. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Oh, ein bisschen verziehen. So. Ich werde dann vielleicht auch ein bisschen viel mehr reden und nicht andauernd irgendwelche Sätze aufhören, so wie ich jetzt gerade gemacht habe. Einfach mal ein bisschen freier reden. Und wenn ich das ein Jahr gemacht habe, dann können wir uns das Video angucken und drüber lachen? Was für ein Hornkick bin. Und warum ich jetzt Berlinere, weiß ich auch nicht. Perfect shot. So. Perfect shot. Klappt es. Saudi. Nice. Also wie ihr jetzt schon mitgekriegt habt, ist es sehr, 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 sehr wichtig, wirklich genau die Null, ich sag gerade mal eine Null, genau die Mitte zu treffen. Alle andere darüber hinaus ist dann halt ein bisschen ärgerlich. Kann euch ein ganzes Spiel kaputt machen. Also die Mitte zu treffen, das Gefühl dazu zu haben, das Wichtigste. Dann gerade gemacht hat. Also dieses mit weniger zu spielen und dann ans Loch ranzukommen, ist halt eine Glückssache. Wie gesagt, man kann den Wind einstellen. Die haben ja auch einen Windchart drin. Also die erklären das auf Englisch. Wer das nicht versteht, kann mich gerne mal fragen. Kann es auch ganz in Ruhe mal erklären. Ist halt, wie gesagt, kein Hexenwerk. Und sollte kein Problem sein. So, jetzt waren wir da. Waren wir hier? Ja, so, ab in die Alpen. Also wie gesagt, hier will ich zum Beispiel den Driver wechseln. Hier braucht man 4 Frontspin. Kommt drauf an, welches Loch wir haben. Also ein paar 5-Loch ist schon mal okay. Joa. So, da seht ihr jetzt auch das erste Mal ein Loch, wo man über einen Rough spielt. Das heißt, Abkürzung nimmt, um näher an der Fahne zu sein, statt den normalen Weg. Finde ich persönlich jetzt, wenn man richtig Golf spielen würde, nicht so toll. Wie sagt man, normalerweise geht man im Fairway und spielt direkt das Grüne an, aber hier ist es dann so gewollt, dass man auch Abkürzungen nehmen kann halt, und dann aus dem Rough spielen kann oder über Ecken, über Steine, das, aber wie gesagt, für euch die Schläger nicht. Mir da auch schon ein paar Albatrosse angeguckt von welchen. Dann gibt es auch Gummibälle, die springen. Und wie gesagt, ist halt dann mehr wie ein Puzzlespiel statt ein Golfspiel. Aber wie gesagt, ich finde es okay. Wie gesagt, man muss sein Gehirn anstrengen und ein bisschen überlegen. Ja, clever.
Kriegt davon mir sogar einen Daumen nach oben, wenn man noch das einstellt und dann überzieht. So, jetzt haben wir. Also normalerweise würde ich jetzt hier auf Fairway spielen. Hier hinten und dann versuchen, an die Fahne ranzukommen. Was, wenn ich hier hin spiele? Ach, ich komme sogar aus dem Rough. Bin ich natürlich dichter an der Fahne dran und macht natürlich mehr Sinn. Zeigt ihn erstmal an, er soll zurückspielen. Na, Entschuldigung. Ach, so eine Sache zum Beispiel, man kann, wenn man ein bisschen Spin reinmacht, könnte er von Steinen rüber bouncen lassen. Ja, wenn er jetzt clever wäre, würde er über einen Stein machen, wenn er den, also wie gesagt, das den Gummiball, den er jetzt drin hat, bringt auf dem Rough rein gar nichts. Ich habe solche Bälle auch, ich benutze sie selten. Ja, da hat einen Stein getroffen, auch nicht so, wie er sollte. Aber wie ihr seht, hat auf jeden Fall viel, viel mehr Meter gemacht. Für bestimmte Entscheidungsmatches zum Aufsteigen in der Liga oder so, also wie gesagt, wir haben ja doch ein Ligasystem. Nutze ich sie auch mal. Great shot. Ach. Und das ist sowas, das versaut einem komplett das Spiel, wenn man die Null nicht trifft. Kommt daran, muss man noch ein scheiß beschissenes Entscheidungsspiel machen, obwohl man eigentlich, so ihr seht, schon besser war. Nur wenn man die blöde Null trifft. Ja, ich stelle ein, überziehe und naja. Nice on. Bei vielen Spielern, gegen die ihr dann spielt, würdet ihr euch auch fragen, was machen die denn da? Er hat, ich weiß es nicht. Also das, um zurückzukommen, weil ich euch wundert, warum ich jetzt aufrege, wegen gesagt, wegen so Birdie und Brandy spielt. Mit den Wedges. Wenn ich da dran bin, muss immer ein Igel sein. Also ihr müsst die reinschippen, ihr müsst das wirklich üben, hoch und runter. Das sind die Dinger, wie gesagt, die euch zum Sieg verhelfen. Aus Grün kommen sie alle. Und putten kann jeder, aber wie gesagt, dieses Reinschippen, das ist eins der wichtigsten Eckpfeiler dieses Spiels. Das muss man trainieren. Das ist wirklich immens wichtig. Finde ich aber lustig, dass der schon besseren Schläger hat als ich. Ich habe den leider nur auf Stufe 6. Er hat genauso viel Spiele. Er hat noch kein Holm und kein Albatros. Naja, der arme Junge. Kein Erfolgserlebnis gehabt. Sieht bei uns ein bisschen anders aus. Jo. Auch hier wieder einstellen und überziehen. Ja. Dann brauche ich nicht einstellen. Ist nur auf gut Glück. Na, wird das schlecht. Kameraführung ist wirklich ein bisschen ätzend hier. Ja. Und wir müssen 24,8 Yards unterbieten. Wir haben 7,6 Meter. So, stelle ich hier hin. So. Okay. Ich muss überziehen, weil ich mich direkt da einstellen konnte, wo ich wollte. So, ein bisschen mehr Speed, wie gesagt, war nicht mehr drin. Da war ich den Schläger leider nicht. Ja, schön auf der Fahne zugerollt. Aber wie gesagt, gewonnen ist gewonnen. So, Alpen machen wir, jetzt geht's in die Eiswelt. Ja,
Schöne ist, man hat immer einen Gegner. Ist nicht so wie bei manchen anderen Spielen, wo man dann stundenlang auf einen Gegner wartet. So, einer, der besser ist als ich. Auch von den Schlägern her. Obwohl, achso, nicht bin ich. Ha, ha. So. Ach die Scheiße, viel zu kurz gespielt. der wird doof. Ja, den werden verlieren. Na, sag ja, bessere Schläger. Hat er hier schon. Doppelte Spielzahl. Obwohl nur ein Albatros bin ich trotzdem besser. Ja, also wie gesagt, bei mir war der zu kurz gespielt. Ich habe jetzt immens Probleme, den Ball Richtung Fahne zu kriegen. Werde ich euch das aber zeigen. Ich müsste auf jeden Fall so 10 Yards, also sind ungefähr 10 Yards, die da noch fehlen, weiter vorne liegen, um ordentlich ranspielen zu können. Rückenwind. Ah. Gut. So, jetzt ein bisschen improvisieren. So, kommt ein bisschen weiter. Ja. No. Great shot. Und immer das Great Shot und nicht Perfect Shot ist schon mal nervig. Ja, was hat. Nee. Und ist es denn, wie gesagt, normalerweise wäre er jetzt auf grün gerollt. So in der Nähe der Fahne gelegen, gesagt, genau. Das Loch hätte ich jetzt auch nicht gekriegt. Aber dadurch, durch das Verziehen, jetzt ein Great Shot und nicht ein Perfect Shot, liegt er halt nicht auf dem Grün, sondern neben. Perfect Shot! So. Ja, also. Na, dürfte nicht werden. Perfect shot. Sag ich. Und das ist der Beweis dazu, dass das Chippen halt wirklich sehr, 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 sehr wichtig ist, um die Löcher halt zu gewinnen und nicht unentschieden zu spielen. So, also wie gesagt, hier will ich auch den Schläger jetzt wechseln. Ich habe einen anderen Driver benutzen auch, mit viel mehr Zeit und Frontspin. Hat aber nicht die Länge. Hoffen wir mal, dass ich das jetzt nicht brauche. Naja, okay, ist okay. Ja, doch. Ja, nee, ist okay. Drücken wir mal die Daumen, dass nicht ein Entscheidungsmatch muss. Weil dann habe ich meistens schlechte Karten mit der Ausrüstung, die ich jetzt dabei habe. Hat auch hier wieder das gleiche Prinzip. Rechts ist das Fairway.
Jeder normale Golfer würde natürlich aus Fairway spielen. Wir versuchen da vorne eben halt am nächsten zur Fahne zu kommen, um eine bessere Chipmöglichkeit zu haben. Da wir Schläger haben, die in Rough halt keine Prozent abziehen vom, also wir stehen unten beim Schlagstein 0%, also wie gesagt keine Entfernungsabbuße. Normalerweise ist es beim Rough 10% bis 20 und im Sand 20 bis 40. Wir haben Schläger, die interessiert es nicht, wo wir liegen. Ist all gleich. Also daher versuchen so dicht an die Fahne zu kommen wie möglich. So, dann kriegen wir rüber. Auch hier wieder schön überziehen. Muss nach rechts verziehen sogar nicht, was verkehrt. So. Und wenn man jetzt den Abstand sieht, ist das schon immens, was wir da als an Yards rausgeholt haben und näher an der Fahne sind, um einen leichteren Chip zu haben. Oh, gucken wir mal. Entschuldigung. Ja, er denkt, er kann den Wind, aber er hat auf 6 Meter eingestellt. Also, wie gesagt, der landet jetzt rechts vor der Fahne. Da. Und dann mit vorne Spin, auf Gottes Willen. Der rast. Ja, der passt ja da. Ehrlich. Ja. Nochmal zum Beispiel dazu zurückzukommen. Chippen ist wichtig. Gut, er hat. Also ich weiß nicht, wie er jetzt soweit geschafft hat. Aber der hat nicht mal eine 50% Gewinnchance, aber. Chippen hat das jetzt nicht so viel zu tun. Nun haben wir das doch auch noch gewonnen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber. So, jetzt kommen wir zur letzten Stage. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen den Eindruck jetzt gewonnen, wie das Spiel funktioniert. Im nächsten Video kann ich auch nur ein Stage spielen und genau erklären, wie es mit dem Wind ist, wie es mit dem Spin ist, wie sich das alles verhält und nicht einfach nur raufklopfen und ein bisschen euch vom Gameplay zu überzeugen, sondern einfach mal auch ein anderes. Wie gesagt, die Stage ist wirklich hardcore. Wie gesagt, hab mir da ein paar Videos so angeguckt. Leider nur auf Englisch, deswegen mache ich es auch mal auf Deutsch. Die haben es euch auch, die haben das Spiel auch erklärt. Bloß wie gesagt, die haben die besten Schläger, die besten Bälle und kloppen die Ball quasi jetzt von hier rüber, drüber und schippen den einen zum Albatros. Halt gesagt, ist so, ja, ist das schön. Kann ich nichts mit anfangen. Hilft mir nichts. Ich hätte spielen können, wenn ich 1000 Euro eingezahlt habe. Es hilft mir nicht. Also, ja, zum Beispiel, die würden jetzt quasi von hier mit einem Gummiball. Quasi da hinten irgendwo hinschlagen und dann einfach rüber und hast nicht gesehen. Und das ist bei uns halt leider noch nicht drin. So. Perfect shot! Finde es ja auch schön, dass ich immer beim Abschlag immer genau Perfect Shot habe. Genau die Null treffe. Und wenn ich zum Chippen gehe, naja. Vielleicht ist es auch die Aufregung. Also Dirty Harry, wa? Gucken wir uns mal an hier. Tatsache. Wow. Bodyguard von Barack Obama. Ah ne, der wäre schwarz. Nein, Quatsch, alles schwarz. Oh. Auch wie gesagt,
Überziehen und einstellen und überziehen, größte Schwachsinn, den man machen kann. So, wir sehen auf jeden Fall schon, der Ball rollt auf jeden Fall hier, ja, ins Aus. Oh, hier würde er stehen bleiben, so. Jetzt müssen wir den nochmal. Okay, wir kriegen ihn noch nicht hier hin, also müssen wir ihn kürzer spielen. Doch, muss nicht in den Rough landen, das ist ganz wichtig. Also, er muss hier landen. 3, 4. So, genau die Rough-Kante getroffen, dass er schön auf dem Fairway liegt und wir ihn ordentlich anspielen können. Und wie gesagt, das sind so die Kleinigkeiten, die halt dieses Match ausmachen. Man muss genau ordentlich spielen. Nicht irgendwo einstellen, irgendwie so wie manch andere Gegner. So eingestellt und dann überziehe ich und wichse einfach nur noch rauf. Ja, und auf gut Glück. Und der hat einen Satz zu. Tatsache. Und trifft trotzdem die Null nicht. Also wie gesagt, das ist halt. So, 11,3 Meter Wind. Das ist natürlich auch schon eine Ansage. Hat euch das aufgefallen ist, wir haben viel mehr Wind. Also ich finde, den man nicht mal einstellen kann. 3, 6, 5, 7. Das ist doch ein Witz, oder? Wieder Great Shot. Ich bin mal gespannt, ob er demnächst einen reinen Chip kriegt. Guter Anfang, nicht ganz. Ein bisschen mehr nach rechts würde ich noch stellen. Ja, der könnte sogar passen. Ja, natürlich schon doof, wenn man den verzieht. So, wie gesagt, auch Pokal gewonnen. Wer gerade gesehen hat, war die letzte Stufe, um auf die nächste Stufe aufzusteigen. Dann hat man wieder Turniere, ist aber noch nicht gestartet. Dann hat man noch hier Kingdom. Das ist quasi das Ligasystem, da gewinnt man dann Kisten und sowas alles. Und wie gesagt, das werde ich euch das nächste Mal erklären, wenn ihr auf Lust habt. Lasst mich wissen. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Eindruck vermitteln, was das Spiel auf sich hat, welche Mechaniken und so. Wie gesagt, das klären wir das nächste Mal. Erstmal habt ihr gesehen, um was sich das hier handelt. Ich wünsche euch einen schönen Abend, schönen Tag, schönen Nacht, schönen Gruß und sonst alles was. Bis dann, ciao!